So, heute nehme ich noch einen Part auf. Ja, wir gehen jetzt zu Talas. Der wartet bestimmt auf uns. Und ja, helfen ihm mit diesem Goblin-Problem. Besorgen uns den Almanach. Also, da hören wir noch in Extremo. So. Die Leute haben es nichts zu sagen. Wir gehören nun dazu. Nun, Magie sieht man bestimmt selten im Außenring, also das ist ja mal was. Also. Ach ja, im Real Life bin ich jetzt schon verdammt müde. Ich bin, glaube ich, schon seit was weiß ich wie vielen Stunden wach. Beziehungsweise wie vielen Stunden ich zocke, das weiß ich nicht genau. Es ist jetzt 2.16 Uhr im Real Life und ja, wenn ich erstmal diesen Almanach hab, dann ist das ein guter Schluss für heute. Ja, vielleicht hätte ich doch einen Geschwindigkeitstrank kaufen sollen, weil dann müsste ich nicht permanent hier so rumjumpen. So, Mana haben wir 45, lol. Aber jetzt mal ganz schnell zack ich hier. So. Mana Bonus 20. Ja, wir haben noch zu wenig Mana, also jetzt werden wir erstmal nur die ganze Zeit unsere Mana-Werte aufpumpen müssen. Aufstocken, erhöhen. Whatever. Ja. Was für ein schöner Wasserfall das ist. So, ich muss mal gucken. Magie, habe ich beides ausgewählt? Ja, habe ich. So, hier kann ich dann gleich wählen. Ich versuche mal gleich einen Feuerball zu wirken. Ich muss mal gucken. Okay, Feuerschaden pro Mana, das heißt... Ja gut, alles klar. Das heißt, müsste gleich One-Hit sein. One-Hit, One-Kill. Trollkirsche. Seltsam, habe ich noch nie davon gehört. Lol. Der Talas, der hat da bestimmt auf dieser Bucht ein bisschen geschlafen. Oh, lol. Okay, so, jetzt speichern wir mal. Wir befinden uns mitten in der Wildnis. So, jetzt geht's los. Hundert XP, ich dachte 70, egal. Sieht, oh, wie geil das ist, ich liebe das. Als Feuermagier ist es verdammt Hammer, ey. Muss ich mal so sagen, ganz ehrlich. Erinnert ihr euch noch? Ich glaube vor 3, 4, 2 oder, ja, vor ein paar Parts waren wir noch hier, hatten überhaupt keine Chance und jetzt merzen wir die alle schön aus. So, perfekt, so muss es laufen. So und nicht anders. Hammer. Hammer, ganz ehrlich, das ist Hammer, finde ich. So. Pfeifen haben wir. Erstmal nehmen wir die ganzen Sachen. Warum hat ein schwarzer Goblin Erz im Inventar, frage ich mich. Ist ja auch wurscht. Jetzt geht's erstmal weiter. So. Was war das hier? Rabenkraut, okay. Speichern, Bildnis. Ich finde die Animation auch verdammt geil, um ehrlich zu sein. Okay, da ist kein Goblin. So, jetzt laden wir uns ein bisschen auf. Dazu werden wir einfach mal Trollkirsche minus 20
Wo ist da der Sinn? Ist ja auch egal. Mana brauchen wir. Mana-Bonus hier. Rabenkraut. Perfekt. Hoffentlich erreicht unser Zauber den Goblin auch. Müsste. Ach Gott, scheiße. Mann, habe ich mich gerade erschrocken. Ohne Spaß, das... Gerade habe ich mich wirklich erschrocken. Muss ich so... Hat man vielleicht nicht so wirklich rausgehört, aber das ist so. Ich habe mich gerade verdammt erschrocken. Ist ja auch gut, so. Naja, gleich werde ich schlafen. Aber sowas von... Das ist ein Grund zum Feiern. Ich bin Feuermagier. Kann jetzt Zauber wirken. Oh Gott. Scheiße. So sieht es aus, meine Freunde. So muss es laufen. So und nicht anders, ganz ehrlich. Perfekt. Feuermagier. Ja, so sieht's aus. Ah ja, diese Gilde ist verdammt Hammer. So. Sieht man, Feuermagier sind verdammt stark, ey. Vielleicht haben die jetzt, was weiß ich nicht, keine Muskeln. Was weiß ich, die können keine Schwerter tragen. Keine Bögen etc. sind nicht wirklich präzise, aber Magie ist gefährlicher als so solche physischen Begebenheiten. So. Wie viele von denen gibt es ja eigentlich? Frage ich mich gerade, um ehrlich zu sein. Feuerball kann man aufladen oder man lässt es ein. Feuerball ist generell einer meiner Lieblingsspruchrollen beziehungsweise Lieblingsruhen. Wir sind jetzt ja privilegiert genug, um Runen zu verwenden. Auch nett, ziemlich nett so. Speichern erstmal ab. Und jetzt würde ich mal sagen, durchsuchen wir dieses gesamte Höhlenkomplex. Höhlenpilz, Nachtschatten, ein bisschen Erz, das übliche halt. Ich hoffe, hier gibt es keine. Ne. Hier gibt es einen Trank. Mal gucken, was ist das für ein Trank war. Vielleicht war das ein ganz normaler Trank ohne irgendwelche besonderen Wirkungen. Gibt's hier noch Goblins irgendwo? Ne, gibt es nicht. Dann haben wir diese Höhle ausgeräuchert von diesen kleinen Banditen. Ne? Ah, oh, mein Rücken tut schon weh. Beim ganzen Zocken hier. So. Oh, da sind noch ein paar, wie ich sehe. Das ist nicht gut. Sterben werde ich jetzt garantiert nicht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Sterben. So sieht's aus. Jetzt hau ich erstmal ab. Also, was für eine Pussy-Taktik, aber ja. Ist auch nicht immer verkehrt.
So, den Rest mache ich mal mit Feuerpfeilen fertig. Ich habe keinen Bock, noch mehr Mana zu verschwenden. Müsste eigentlich auch klappen, damit ihr auch mal was zu sehen, was neu anderes zu sehen bekommt. Ja! Alles klar. So, müsste es hier nicht jemanden mit einem vollen Inventar geben? Ah, hier ist er. Unser gesuchter Kandidat. Und er müsste vielleicht... Nee, okay, gut. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, wir gehen lieber doch noch auf den Feuerball, auf den guten alten Feuerball. So, ich habe gehört, das Magiesystem in Two Worlds sollte ziemlich gut sein. Aber, naja, Two Worlds, zu modern. Zu Mainstream. Sagen wir mal so. Gefällt mir nicht. Genauso wenig wie Skyrim. Eine Welt. Ich meine, Skyrim, da spielt man einen Charakter, der nicht mal in der Lage ist zu reden. Also das, ich weiß nicht, ich kann mich damit nahe. Skyrim ist nicht so mein Ding. Ganz ehrlich. Ich werde jetzt vermutlich eine Menge Hate dafür abbekommen, aber. Egal. Ohnehin Hater etc. pp. Die gibt es immer. Jeder YouTuber hat Hater. Ist wirklich so. Gibt es immer Leute, die irgendwie irgendwelche Sachen in die Kommentare schreiben und so weiter. Na, was soll's. Und sowas sollte niemand abhalten, weiterzumachen, finde ich. Ich werde dieses Let's Play auch ganz konstant weiterführen bis zum Ende. Ja, und das sage ich, ich sag mal so, das ist jetzt der Schlusssatz. Denn in der rechten Kiste oder Truhe ist der Almanach. Hier ist er. Alles klar, das war's. Jetzt gehen wir mal wieder zu Talas. Oder nee, wir speichern mal gleich hier ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Morgen wird erstmal gerendert und gerendert, danach hochgeladen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.